Herzfrequenz, Tempo und Entfernung, all das können Handys und Smartwatches messen und für den Anwender auswerten. Was weiter mit diesen Daten passiert, geht häufig nicht aus den Verträgen hervor. Das gilt auch für das sogenannte Internet der Dinge, wie etwa eine mobil steuerbare Heizung zu Hause. Der Tipp des Landesamtes für Datenschutzaufsicht: genau nachlesen und bei Phrasen wie etwa Auswertung für statistische Zwecke hellhörig werden. Oft werden die Daten teuer an andere verkauft. Die Aufsichtsbehörde hat heute in Nürnberg ihren Tätigkeitsbericht für die vergangenen beiden Jahre vorgestellt. Hackerangriffe, Kreditkartenbetrug und Diebstahl von Nutzerdaten. Schuld ist oft veraltete Software bayerischer Webshops und Online-Portale. Mit der neuen europaweit ab 2018 gültigen Datenschutzgrundverordnung blühen sorglosen Unternehmern künftig saftige Strafen. Wenn wir als Aufsichtsbehörde kommen, dann können wir sagen, zeig uns mal, wie du damit umgehst, welche Daten du hast. Sie müssen ein detailliertes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten führen und sie müssen Prozesse haben, dass dann, wenn Betroffene sich beschweren, wenn Datenverletzungen eintreten, sehr zeitnah und richtig reagieren können. Im Klartext, die Unternehmen müssen sich jetzt vorbereiten, um die Produkte der schönen neuen vernetzten Welt für sich und ihre Kunden sicherer zu machen. Denn gegen den Datenklau anderer bleibt dem Verbraucher derzeit nur eine Lösung.